Diesmal müssen wir einen Bruch integrieren. Ebenso wie beim letzten Beispiel bei der Wurzel müssen wir auch einen Bruch umschreiben. Wie schreibe ich das um? X Quadrat von unten kommt hoch, indem es zu x hoch minus 2 wird. Weil, wenn ich etwas von unten nach oben bringe, dann ändert sich das Vorzeichen von der Hochzahl. Das heißt, die 12 bleibt stehen und aus unten x hoch 2 wird oben x hoch minus 2. Die 6x Quadrat, die stört mich nicht, die lasse ich genauso stehen. Und jetzt kann ich aufleiten. X hoch minus 2. Beim Aufleiten wird die Hochzahl 1 höher, also habe ich x hoch minus 1. Und die neue Hochzahl kommt unter die 12. Plus 6 bleibt stehen, x Quadrat wird zu x hoch 3 und die neue Hochzahl kommt runter. Die Grenzen minus 3 bis minus 2. Jetzt schreibe ich wieder um. 12 durch minus 1, Sie werden das nicht glauben, das gibt minus 12. Ja, schon hätte ich es verkackt. X hoch minus 1. Wenn Sie Taschenrechner zur Verfügung haben, können Sie x hoch minus 1 so lassen. Denn wenn Sie jetzt eine Zahl einsetzen, zum Beispiel setzen 5 ein, 5 hoch minus 1 kann der Taschenrechner ausrechnen. Wenn Sie keinen Taschenrechner zur Verfügung haben, dann ist es besser, wenn Sie das wieder umschreiben, weil eben Sie können 5 hoch minus 1 oder 8 hoch minus 1 können Sie nicht rechnen. Also mit negativen Zahlen kann man nicht im Kopf rechnen. Also schreibe ich das wieder um. Ich verwende die gleiche Technik wie von da nach da. Hier habe ich gesagt, eine Zahl kommt hoch, indem ich das Vorzeichen von oben negativ mache. Also bringe ich das wieder runter und damit wird das Vorzeichen von der Hochzahl wieder anders, das heißt aus dem minus 1 mache ich hier ein plus 1. De facto habe ich also stehen minus 12 durch x. Gut, beim zweiten ist nicht sehr tiefsinnig. 6 durch 3 gibt 2, also habe ich hier 2x hoch 3. Grenzen, minus 3 und minus 2. Und jetzt kann ich die Grenzen einsetzen. Zuerst setze ich die minus 2 ein. Ich habe also minus 12 durch minus 2. Das hoch 1 spare ich mir jetzt mal. Plus 2 mal minus 2 hoch 3. Minus, dann setze ich die minus 3 ein. Minus 12 durch minus 3. Plus 2 mal minus 3 hoch 3. Gibt minus 12 durch minus 2 sind 6. Minus 2 hoch 3. Vorzeichen technisch minus. Und 2 hoch 3. 2 mal 2 sind 4, mal 2 sind 8. Zusammen mit der 2 bin ich bei 16. Vorzeichentechnisch minus mal plus ist minus. Minus 12 durch minus 3 sind plus 4. Minus 3 hoch 3. Vorzeichentechnisch minus hoch 3 bleibt minus. Mal dem plus bleibt minus. Zahlentechnisch 3 hoch 3. 3 mal 3 gibt 9. Mal 3 gibt 27 und dann nochmal dieser 2, 27 mal 2 sind 54. Also habe ich 6 minus 16 sind minus 10, minus 4 minus 54 sind minus 50, also habe ich minus 10 plus 50 sind 40.